Dankeschön auch für die Einladung. Ich freue mich, heute hier einen Vortrag halten zu können über eine Entwicklung, die ehrlich gesagt gar nicht so neu ist, wie sie jetzt erscheint. Also über künstliche Intelligenz wird natürlich schon lange gesprochen, aber die durch ein besonderes Ereignis jetzt an Fahrt aufgenommen hat, auf der ganzen Welt, insbesondere unter anderem auch im Bildungsbereich. Und dieses Ereignis war die Veröffentlichung von ChatGPT durch die Firma OpenAI. Sam Altman, der CEO von OpenAI, hat mit einer Twitter-Meldung hier fast, ich sage jetzt mal, beiläufig, ja, angekündigt, dass man jetzt ChatGPT verwenden kann und man kann es dort und dort ausprobieren und so. Aber das war in Wirklichkeit ein richtiger Meilenstein. Also dieses KI-System in dieser Form der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen, das hat eine Riesenwelle losgetreten. Weil Sie alle werden es wahrscheinlich auch schon ausprobiert haben. Jeder hat mal irgendwie in irgendeiner Form ChatGPT verwendet. Ist die am schnellsten wachsende Anwendung der letzten Wochen gewesen im Internet. Und ja, insofern ist es interessant, dass jetzt sozusagen die Situation da ist, dass wir uns mit einem Tool auseinandersetzen müssen, von dem wir vielleicht dachten, dass es noch ein bisschen länger dauert. Ja, ChatGPT ist ein KI-Chatbot. Ich habe hier mal ein Beispiel aus einem Artikel von Moore genommen, der sehr schön zeigt im Bereich der Hochschuldidaktik, was ChatGPT kann. Und zwar, ganz kurze Einführung, vermutlich haben viele von Ihnen schon damit Kontakt gehabt. Ich mache nur eine ganz kurze Einführung. ChatGPT kann man eine Eingabeaufforderung geben in den Chat hinein. Die nennt man Prompt. Ja, also hier zum Beispiel, bitte beschreibe in maximal 100 Wörtern, was gute Lehre an der Hochschule ist. Und dann gibt der Chatbot eine Antwort. Eine gute Lehre an der Hochschule beinhaltet eine klare Strukturierung und Zielorientierung der Inhalte, eine aktive Beteiligung der Studierenden, die Förderung kritischen Denkens und die Anwendung von unterschiedlichen Lehrmethoden. Ein guter Lehrender ist zudem gut vorbereitet und verfügt über fachliche Kompetenz und so weiter. Ja? Wenn man das liest, denkt man so, gar nicht schlecht, oder? Also, ich habe jetzt nicht keine spezielle Syntax beherrschen müssen, um deine Anfrage zu stellen, sondern ich habe die Anfrage in natürlicher Sprache gegeben. Und der scheint zu verstehen, was ich meine, und gibt eine passende Antwort. Und das weiterhin Verblüffende ist, dass ich jetzt darauf aufbauend eine weitere Frage stellen kann. Bitte hebe die Lernziele stärker hervor. Und dann geht es weiter. Ne? Gute Lehre an der Hochschule sollte klar definierte Lernziele haben, die auf die Entwicklung der fachlichen und methodischen Kompetenzen der Studierenden ausgerichtet ist und so weiter und so weiter. Kleine Nebenanmerkung. Normalerweise sollte man Folien nicht mit viel Text gestalten. Ich kenne diese Regeln natürlich. Das Problem ist, ChatGPT ist ein Sprachassistent. Und wenn ich jetzt Beispiele bringe, werde ich öfter so ein ganzes Textbeispiel zeigen. Ich werde es nicht immer im Detail besprechen oder vorlesen und Sie müssen das auch nicht lesen. Es geht mir nur darum, mal kurze Schlaglichter zu zeigen, was so möglich ist. Ja? Die Folien kriegen Sie anschließend alle. Natürlich können wir zur Verfügung stellen, sodass Sie da anschließend auch genauer nachlesen können. Ja? Aber ich habe sozusagen keine Möglichkeit als andere Möglichkeit, als das sozusagen hier in dieser Form so zu zeigen. Also, es beeindruckt, wenn man das wirklich benutzt, eine Zeit lang, denkt man so, das ist wirklich krass, ja, das Tool kann und auch die Fachwelt sozusagen war beeindruckt von der Leistungsfähigkeit. Ja, nur ein paar Beispiele, was kann man so machen? Man kann zum Beispiel hier reinschreiben, schreibe eine Bewerbung zu folgender Stellenausschreibung und ich gebe ihm den Link zu der Stellenausschreibung. Ja? Und hier, ich habe mal irgendeine von der PA Heidelberg rausgegriffen im Bereich Soziologie. Ja? Und dann verfasst er tatsächlich ein Bewerbungsschreiben zu den Informationen, die in der Stellenausschreibung stehen. Also hier, ich habe dort und dort Soziologie studiert und im Anschluss daran eine Promotion in diesem Fachgebiet abgeschlossen. Dabei habe ich mich auf die Soziologie der Bildung und der Migration spezialisiert und so weiter. Und er geht sozusagen detailliert auf das ein, was in der Stellenausschreibung steht. Natürlich ist es so, dass jemand, der das macht, anschließend dieses Ergebnis nehmen muss und überarbeiten muss. Ja, und ergänzen muss, weiterentwickeln muss. Da stimmen vielleicht ein paar Dinge nicht. Jetzt natürlich nicht zu meiner persönlichen Historie. Ich habe nicht Soziologie studiert und so weiter. Aber man müsste das sozusagen anpassen. Aber immerhin, man muss nicht von Null anfangen. Ja, sondern das Tool gibt einem einen schönen Text, auf den man aufbauend weiterarbeiten kann. Genauso kann er Texte zusammenfassen. Ich habe mir hier eine Internetseite genommen, fasse mir folgenden Text zusammen und zack, die zur Textzusammenfassung kommt. Ja, und jetzt im Bildungsbereich natürlich spannend. ChatGPT erledigt Hausaufgaben. Ja, also, wenn man angenommen gibt die Hausaufgabe, schreibe mir eine kurze Zusammenfassung von Goethes Faust in 5 Sätzen, dann kommt die Zusammenfassung. Faust, sein Drama von Johann Wolfgang von Goethe, das ist die Geschichte und so weiter.
Und die ist gar nicht schlecht. Ja? Jetzt sagt man, okay, man würde ja vielleicht jetzt Schülerinnen und Schüler auch nicht so eine Hausaufgabe geben, studieren, sondern vielleicht noch etwas Intelligenteres, also sowas wie schreibe mir eine Zusammenfassung von Faust aus der Sicht von Mephistopheles. Ja? Aber dummerweise kann auch das ChatGPT. Ja? Also du bist Mephistopheles und schreibst eine kurze Zusammenfassung von Faust, dann kommt als Dämon des Bösen, bin ich derjenige, der den gelehrten Faust verführt und auf die sündige Seite des Lebens zieht. Durch einen Pakt mit Faust biete ich ihm unbegrenztes Wissen und Vergnügen und so weiter. Also es ist schon sehr verblüffend, was dieses Tool tatsächlich kann. Ja? Oder schreibe einen Rap zum Thema Klimawandel. Ja, auch, könnte auch eine kreative Aufgabe sein. Yo, checkt mal den Klimawandel ab. Das ist kein Spaß, das ist kein Blablabla. Die Erde hitzt jeden Tag. Das ist Fakt und kein Geplauder und so. Ne? Okay, jetzt würde man sagen, das ist echt ein schlechterer Rap. Ne? Und oftmals ist es auch so, dass das, was ChatGPT ausspuckt, wenn man mal so über die erste Phase des Beeindrucktseins hinaus ist, merkt man, naja, also hier und dort ist es dann doch nicht so gut. Aber als Einstieg, ne, ich habe keine Ahnung, wie ich einen Rap schreiben soll zum Thema Klimawandel und dann schmeiße ich das einfach mal in ChatGPT rein und dann kommt meine Lösung und darauf aufbauen kann. Ich kann es als Inspiration nutzen. Oder hier, schreibe ein Python-Programm, gehen wir mal in die Informatik, das den euklidischen Algorithmus implementiert. Klar, hier ist die Implementierung vom euklidischen Algorithmus. Ja. Er gibt hier für alle, die programmieren können, eine rekursive Lösung aus. Dann sage ich ihm anschließend jetzt nochmal, aber nicht rekursiv, sondern iterativ, kommt die iterative Lösung, sogar mit Erklärungen, wie das gemacht wird und so weiter. Ja. Also, wir sind angekommen am Beginn einer Phase, in der uns solche KI-Tools durchgängig zur Verfügung stehen werden. Und damit muss man im Bildungsbereich arbeiten. Ja? Und jetzt kann man kommen und sagen, oh, das, ja, oder hier, ne? ChatGPT besteht Klausuren. Das sind so zwei populäre Beispiele. Aus den USA hat es einfach die Jura-Prüfung bestanden mit der Note C+. Ne? Die haben so Noten noch vergeben, C+. Und ein MBA, also ein Master of Business Administration, hat mit B-Minus abgeschlossen. Also, ohne jemals sozusagen an der Lehre und so teilgenommen zu haben, besteht ChatGPT die Abschlussprüfung von höherwertigen Abschlüssen in den USA. Das sind jetzt zwei Beispiele aus den USA. Und mittlerweile ist auch Co-Autor bei wissenschaftlichen Publikationen. Ich habe ja mal zwei rausgesucht. Also hier ein Tool, eine Publikation, wo O'Connor und ChatGPT geschrieben haben. Oder hier in dem der Publikation wird ChatGPT sogar als erstes genannt. Ne? ChatGPT and Alex Savoronikov. Ja. So, und jetzt kommen natürlich die ersten Stimmen. Muss man die KI verbieten? Ja, also schafft Klausuren, was ist mit Hausarbeiten? Kann die nicht einfach auch die Hausarbeiten schreiben? Braucht man keine Ghostwriter mehr? Jeder kann einfach das in die KI reinschmeißen. Ne? Ganze Hausaufgabenwesen wird ad absurdum geführt unter Umständen. Und was machen dann die Ersten? Kommen natürlich und fangen an zu verbieten. Also New York City beispielsweise hat ChatGPT aus den Schulen verbannt. Kann sich fragen, was macht das für einen Sinn? Ich meine, wenn man zu Hause Devices hat, kommt man nimmt mal da ChatGPT. Also es wird jetzt kein Hausaufgabenproblem lösen. Ne? Universität Tübingen beispielsweise, links unten hat sie entschlossen, ChatGPT in den Prüfungen zu beschränken und es erstmal zu beobachten. Ja, und auch eine französische Elite-Uni hat ChatGPT verboten. Ich komme gleich zu meinem Fazit. Ich bin gegen die Verbote. Ja, natürlich muss man es irgendwie regulieren. Ja, also man kann es nicht sagen, in bestimmten Prüfungen beispielsweise kann man dem sozusagen freien Lauf lassen. Aber man muss sich sozusagen befassen mit dem Thema. Und insbesondere verschmalert halt der Blick per Verbot im Prüfungskontext und so weiter. Oder verbaut den Blick auf das eigentlich große kreative Potenzial, das das Werkzeug zur Verfügung stellt oder Werkzeuge dieser Art. Ja, vielleicht zum technischen Hintergrund. ChatGPT ist ein Large Language Model. Was heißt das? Also, es wurde mit vielen Texten gefüttert. Also, ich will jetzt nicht sagen mit dem Internet, aber Wikipedia war dabei und Reddit war dabei und andere Texte, mit denen es gefüttert wurde. Also, und das Textmodell, was drunter liegt, das ist ChatGPT 3.5.
GPT 3.5 ist sozusagen ein riesiger, mit Texten gefüttertes Sprachmodell, was ein bisschen komplizierter benutzt werden muss als ChatGPT. ChatGPT baut darauf auf. Anschließend wurden noch Personen mit einbezogen, um selbst mal prompt Antworten zu geben, so wie ein Mensch antworten würde. Oder es wurden Antworten von ChatGPT noch in eine gewisse Reihenfolge gebracht und so weiter. Also das Ziel war, auf GPT 3.5 ein Layer obendrauf zu setzen, sozusagen, das ermöglicht, einen Dialog zu simulieren. Und ChatGPT ist darauf trainiert, menschenähnliche Dialoge führen zu können. Er ist nicht darauf trainiert, korrekte Antworten zu geben, sondern menschenähnliche Dialoge auf Basis der Texte, mit denen es gefüttert wurde, und auf Basis der Dialoge, die anschließend darauf noch geführt wurden. Ja, GPT heißt Generative Pre-Trained Transformer. Und jetzt ist so ein ChatGPT gefüttert mit bestimmten Inhalten, und wie gibt er jetzt die Antworten? Und da muss man folgen, die Grundidee kann ich jetzt auch noch anreißen. Wenn Sie an der Technik interessiert sind, kann ich das Video hier empfehlen von Thomas Arnold von der DGHD zu technischen Hintergründen. Super Video. Ne? Also die Grundidee ist, es gibt bereits einen Textantwort oder eine Antwortanfang. Ich bin am Flughafen. Und jetzt kennt das Sprachmodell aufgrund der vielen Texte, mit denen es gefüttert wurde, wahrscheinliche nächste Wörter oder Token, muss man sagen. Also Token ist ein Wort oder ein Wortteil oder ein Satzzeichen und so. Also kennt das wahrscheinlich nächste Token oder die wahrscheinlichen. Und aus diesen wahrscheinlichen wird dann zufällig eins gezogen, in. Ne? So, in ist ein wahrscheinliches Wort hier. Und jetzt ist der neue Satzanfang gebaut. Es wird wieder vom kompletten Satzanfang geschaut, was sind die möglichen wahrscheinlichen Wörter. Daraus wird eins ausgewählt, Frankfurt und so. Und das ist aber nicht deterministisch, ne, sondern es wird sozusagen aus der Klasse der Wahrscheinlichen wird eins ausgewählt. Das heißt, beim nächsten Mal, wenn ich dasselbe Prompt stelle, dann kommt eine andere Antwort. Okay. Also deswegen ist es auch sehr variabel, was da kommt unter Umständen. Gut, wie gesagt, zu den technischen Hintergründen kann ich das Video empfehlen. Letzten Endes, das Bild fand ich sehr schön, ist ChatGPT ein stochastischer Papagei. Ja, also das ist kein Wissensmodell. Da steckt nicht Logik drin oder so, sondern es steckt stochastisches Wissen über Sprache drin. Und dieses stochastische Wissen über Sprache wird genutzt, um nachzuplappern. Ja? Dabei entstehen aber Texte, die vielleicht gar nicht, also in der Regel nicht irgendwie schon vorher irgendwo da waren, ne? Sondern dieses stochastische Wissen wird genutzt, um neue Texte zu generieren. Ja, aber wir reden natürlich nicht nur über ChatGPT. Ja? Das ist ein schönes Bild von Döbeli Honegger, der sagt, also jetzt ist natürlich der Medienfokus liegt auf ChatGPT, alle machen ChatGPT und so weiter, aber das ist ja nur ein Produkt von vielen, ja, von vielen KI-Produkten und insbesondere auch nur der Anfang einer Entwicklung. Es wird in 2-3 Wochen wird es neue geben. WebGPT steht schon vor der Tür, also wo sozusagen noch die Anbindung ans Internet gegeben ist. Google kommt mit Bard, steht schon in den Startlöchern und dann wird es an Suchmaschinen angeschlossen und so weiter. Also es ist wirklich nur die erste Entwicklung. Insofern dürfen wir jetzt natürlich heute nicht nur über ChatGPT sprechen, sondern über KI-Sprachassistenten oder überhaupt über künstliche Intelligenz in der Hochschullehre, weil man über längeren Zeitraum natürlich letztendlich über die Konzepte sprechen muss und nicht über einzelne Produkte oder Versionen von Produkten. Ja, also wie gesagt, bei Google steht schon Lambda mit Bard. Im Hintergrund Lambda ist das große Sprachmodell von Google. Auch die haben natürlich schon einen Sprachassistenten in petto und die wollen das dann auch mit der Suchmaschine in irgendeiner Weise verknüpfen. Wir sprechen auch über Bildgeneratoren wie Midjourney und DALL-E beispielsweise. Hier sehen wir Bilder, die eine KI generiert hat aus Basis von Spracheingaben. Ja, also man kann sagen, mach mir ein Bild, das diese und jene Elemente enthält und Fantasy-like sein soll und so weiter und so weiter. Und dann generiert Midjourney beispielsweise 4 Bilder, aus denen man sich eins aussuchen kann oder das noch weiter verfolgen, um weitere zu generieren. So. Ja, und um noch ein anderes Beispiel, Synthesia ermöglicht es, Videos mit Avataren zu generieren auf Basis von eingegebenem Text. Also man gibt hier so einen Text ein, wie hier, hey, I'm Anna and here's a quick Synthesia Product Demo. Und dann ist da ein menschlicher Avatar, der diesen Text spricht, als hätte man ihn beim Sprechen aufgenommen. Soweit sind wir schon.
Gut, ja, dann können wir sagen, okay, ChatGPT kann nur Text, nicht Bild. Nein, das stimmt natürlich nicht. Ich habe mal getestet, man kann ihm so sagen, create ASCII Art of a Cat, eine ASCII Art, hier so ein kleines Kätzchen. Okay, aber er kann es nicht wirklich gut. Man kann ihm aber beispielsweise auch Aufträge geben, scalable Vector Graphics zu machen, also Code, der Grafiken erzeugt. Also wenn man diesen Sprung vom Code, von Sprachtext zu Bild, kann auch ChatGPT in gewissem Rahmen. Ja, jetzt sind wir schon dabei. Was bedeutet das jetzt eigentlich alles für die Hochschullehre? Und ich habe das mal aufgeteilt in drei Bereiche. Ja, einmal sprechen wir heute über Lernziele. Also, welche Konsequenzen gibt es denn für Lernziele? Ja, gibt es neue Lernziele? Müssen wir alte über Bord werfen? Welche Verschiebungen gibt es in dem Bereich? Dann über Methoden, links unten, also insbesondere über die Lehre. Wie kann man in der Lehre diese Tools einsetzen? Wie können Studierende sie einsetzen? Wie kann man als Lehrende sie einsetzen? Und am Ende auch über Prüfungen. Welche Konsequenzen, Implikationen hat das Tool für Prüfungen? Und wir beginnen mal mit den Lehrzielen, gehen über die Methoden und dann zu den Prüfungen. So, zu den Lehrzielen. Ich habe mal so eine alte Theorie rausgekramt von Salomon oder Hutchins. Das sind so die zwei ersten, die sich damit so befasst haben, die sehr gut passt zu ChatGPT oder zu KI-Sprachassistenten, zu künstlicher Intelligenz in der Lehre. Und zwar ist es der Ansatz der verteilten Kognition. Und die Grundidee ist, dass Kognition, also Prozesse der Informationsverarbeitung und der Wissensspeicherung nicht nur im Kopf einer einzelnen Person ablaufen, sondern Kognition wird gedacht, verteilt über ein System, das besteht aus Personen, Werkzeugen und Artefakten. Ja? Und Denkprozesse, Arbeitsprozesse, Informationsverarbeitungsprozesse, Wissensspeicherungsprozesse laufen in diesem System ab. Um ein Beispiel zu nennen, wenn ich ein Notizbuch habe und ich mache mir in meinem Notizbuch eine Notiz, dann ist diese Notiz im Gedächtnis des Systems Christian Spannagel plus sein Notizbuch gespeichert. Selbst wenn ich es nicht in meinem eigenen Kopf gespeichert habe, könnte man sagen, mein Notizbuch und ich sind ein System, okay, und da drin ist die Information gespeichert. Das heißt, die Kognition ist in diesem System drin, obwohl ich es nicht in meinem eigenen Kopf habe. Ähnlich ist es mit Werkzeugen. Ich habe hier nur mein Beispiel Tabellenkalkulation. Ja, wenn ich zum Beispiel mal für verschiedene Bankangebote eine Entwicklung meines Kontostands, ich habe 100 Euro auf dem Konto, ne, ich möchte wissen, wie entwickelt sich das bei verschiedenen Zinssätzen. Da kann man ja so Zinseszinsrechnung relativ easy hier in Tabellenkalkulation abbilden. Ich könnte das natürlich auch alles im Kopf ausrechnen. So. Aber das ist sehr mühsam. Aber wenn ich die Tabellenkalkulation und mich als kognitives System betrachte, als verteiltes System von Kognition, verteilte Kognition, dann bilden wir zusammen ein Team, ne, mit dem wir gemeinsam diese Fragestellungen verfolgen. Und die Tabellenkalkulation macht in diesem Informationsverarbeitungsprozess ein paar Dinge und ich mache ein paar Dinge, ne? Also sie macht die Rechenknechtarbeit, sage ich mal, ja. Also das stupide Ausrechnen, hier Zinseszinsrechnung, kann Tabellenkalkulation sehr gut. Ich lagere also sozusagen die niederwertigen Routineaufgaben an das Werkzeug aus, damit ich meine kognitiven Kapazitäten frei bekomme, um höherwertige Aufgaben zu verfolgen. Also zum Beispiel hier zu vergleichen, wie ist das denn hier in den verschiedenen Modellen, hier mal ein bisschen was zu variieren, Hypothesen zu testen und so weiter. Ja, damit wäre viel eingeschränkter, wenn ich das alles selbst ausrechnen müsste. Das heißt, mein kognitives System wird freier für höherwertige Dinge, wenn ich andere Tätigkeiten an ein Werkzeug abgebe und wir als System erledigen dann gemeinsam die Aufgabe schneller, effektiver, effizienter, auf höherem Niveau mit besseren Ergebnissen. Das nennt man Computational Offloading. Also ich lagere bestimmte kognitive Prozesse aus an das Werkzeug, das dann für mich bestimmte Dinge macht und ich kann eben andere Dinge machen. Ja, und Computational Offloading im Alltag und Beruf, also dieses Denkteam zwischen Mensch und Maschine, so will ich es mal nennen, ja, ist natürlich eine super Sache im Alltag und Beruf. Also, warum soll ich im Beruf nicht so ein Werkzeug nutzen, wenn es mir zur Verfügung steht?
und ich stattdessen andere Dinge machen kann. Oder warum soll ich nicht im Alltag solche Dinge nutzen? Das spricht überhaupt nichts dagegen. Ja? Also außer vielleicht andere Fragen, mit denen wir uns später noch beschäftigen, rechtliche Fragen und so weiter. Aber so vom Ansatz her ist natürlich eine tolle Arbeitserleichterung. Deswegen gibt es ja die Werkzeuge. Ja? Also da ist sozusagen ein mega Vorteil. Computational Offloading. Also zukünftig wird es so sein, keine Frage, dass, keine Ahnung, Juristinnen und Juristen sich von KI bestimmte Bescheide und Briefe und keine Fallanalysen und so weiter erstellen. Das bin kein Jurist, Entschuldigung, ich kenne mich ja nicht so aus, ne? Aber bestimmte, einfach automatisiert bestimmte Dinge erstellen lassen, um dann selbst da nochmal drüber gehen zu können, vielleicht noch was zu korrigieren, doch eine andere Entscheidung zu treffen, als es die KI gibt und so, ne? Aber sozusagen als Entlastung, perfekt. Ich muss nicht mehr selbst die Bücher wälzen und Urteile und so weiter, sondern das liefert mir sozusagen das System. Genauso werden Medizinerinnen und Mediziner später arbeiten, ja, und Lehrerinnen und Lehrer, ne, wenn KI-Systeme sozusagen bei Schülern der persönliche Lernassistent sind, können Lehrerinnen und Lehrer sich nicht auf andere Dinge konzentrieren, auf den mentalen Support der SchülerInnen und so weiter. Also, das wird im Alltag und Beruf ganz gängig sein, dass man solche Systeme nutzt. Ne, und da brauchen wir uns nichts vormachen, die werden überall sein. So, jetzt kommen schon die ersten Sachen. Ah, prima, dann muss ich ja vielleicht also muss ich dann überhaupt noch diese ganzen fachlichen Prozesse drauf haben, ne? Das kann ja dann alles die KI machen. Also perfekt, die KI, die macht die kognitiven Dinge und ich als Mensch kann mich dann um die emotionalen Dinge kümmern, ne? Also als Lehrer kann ich beispielsweise demotivierte Schüler motivieren oder als Arzt, als Ärztin muss ich mich nicht um die Diagnose kümmern, sondern kann sozusagen die Patienten ein bisschen beruhigen und mental darauf vorbereiten, auf schwierige Operationen und so. Ehrlich gesagt, ich glaube das nicht, ne? Sondern ich bin überzeugt davon, das sind natürlich philosophische Fragen, klar, ich bin überzeugt davon, dass wir trotzdem weiterhin Fachexpertinnen und Experten sein müssen, die die Werkzeuge einsetzen. Denn ich kann nur als Fachexperte und als Fachexpertin beurteilen, ob das, was die KI liefert, auch sinnvoll ist. Und das merkt man, wenn man mit ChatGPT arbeitet, dass vieles nicht sinnvoll ist, dass man diese Expertise wirklich braucht. Die Werkzeuge werden besser werden, auch keine Frage. Trotzdem werden am letzten Endes immer Menschen verantwortlich sein für das, was sozusagen dann mit dem Ergebnis der KI passiert. Und dafür muss man selbst Fachexperte sein. Ja. Also ich kann zum Beispiel auch kein Tabellenkalkulationsblatt programmieren, ohne also Prozentrechnung da implementieren in Tabellenkalkulation, ohne irgendeine Vorstellung von Prozentrechnung zu haben. Ja, also ich muss sozusagen, wenn ich so Werkzeuge nutze, auch selbst Expertise besitzen. Ja, eine ähnliche Fehlvorstellung hatten Menschen, als Internet und Google und so weiter aufkamen, die gesagt haben, wir müssen jetzt gar nichts mehr wissen, das kann man sich doch alles googeln. Also auch eine krasse Fehlvorstellung, ne? Denn die Ergebnisse, die ich gegoogelt habe, die muss ich ja verstehen. Und ich kann die Texte, die ich finde, nur verstehen mit Vorwissen. Ja? Und insofern, und jeder Text, der geschrieben ist, ist geschrieben mit einer bestimmten Zielgruppe vor Augen, die ein bestimmtes Vorwissen hat. Und dieses Vorwissen brauche ich natürlich. Also, dass ich nichts zu wissen brauche, nur weil es das Internet gibt, ist vollkommener Quatsch. Genauso wie es Quatsch ist, dass man keine fachliche Kompetenz mehr braucht, wenn es KI-Systeme gibt. Das sind einfach Werkzeuge, die den Fachexperten und Experten extrem helfen werden und die frei machen werden für andere Prozesse. Auch ideal formuliert. Also, ihr könnt jetzt sagen, die ganzen Juristinnen und Juristen, die können sich dann später auf andere Dinge konzentrieren, stärker die Klienten und Klientinnen begleiten und so weiter. Fakt wird wahrscheinlich sein, dass das zu einer Effizienzsteigerung in der Richtung führt, dass die Juristinnen einfach mehr Klienten betreuen können und es weniger Juristinnen geben wird. Ja, und okay, aber da wird es zu Verschiebungen kommen. Aber es ist nicht Thema heute, heute ist Thema Bildungsbereich. Insofern gehen wir in Lernen und Offloading mal hinein. Auch beim Lernen ist Offloading eine super Sache. Ja? Also der Taschenrechner ist so ein klassisches Beispiel. Ich möchte doch nicht in allen Situationen Kopfrechnen machen. Ja, das belastet ja auch die Schülerinnen oder die Studierenden, sondern sie sollen in bestimmten Situationen sich um höherwertige Aufgaben kümmern können. Ne? Um mathematische Modellierung beispielsweise. Um höherwertige Argumentationsprozesse, Begründungsprozesse, Erkundungsprozesse und so weiter. Und in dem Fall kann natürlich das stupide Rechnen an Werkzeug abgegeben werden.
Taschenrechner und in Mathematik, ich mache jetzt viele Mathematikveranstaltungen, wir sind total gewöhnt daran, dass es sowas gibt, solche kognitiven Werkzeuge, ne? Also Taschenrechner, Tabellenkalkulation, Computeralgebrasysteme, dynamische Geometriesysteme und so weiter, das sind ja genau solche Sachen, ne? Die helfen einem dabei, bestimmte Aufgaben abzunehmen und dafür können sich die Lernenden mit höherwertigen Dingen beschäftigen und es ermöglicht uns als Lehrenden auch Aufgaben auf höherem Niveau zu stellen. So, das ist also eine gute Entwicklung. Ja, und insofern ist das natürlich in diesem Sinne zu begrüßen, dass es auch KI-Systeme und Sprachassistenten geben wird, weil dann vielleicht die Studierenden nicht in jeder Situation einen Text von null generieren müssen, sondern sie können das Tool nutzen, um sich mal so ein paar Outputs geben zu lassen, um darauf aufbauend dann weiterzuarbeiten. Das ist so die Idee. Ein Problem dabei ist natürlich, dass man ähnlich wie gerade bei der Argumentation im Alltag und Beruf sagen könnte, na gut, also jetzt müssen die überhaupt noch diese Basiskompetenzen erwerben, die die KI kann? Ja, also müssen die überhaupt noch rechnen lernen und schreiben lernen, wenn wir Werkzeuge haben, die das können? Und da ist also ganz klar auch die Position von eben natürlich, und die wird auch im Internet gerade heftig diskutiert und so, natürlich ist das so. Ja, das ist meine Position. Natürlich muss man die Basiskompetenz noch beherrschen. Mein Beispiel, klassisches Beispiel ist der Pilot, die Pilotin. Natürlich müssen die noch lernen können, ein Flugzeug zu fliegen und ein Flugzeug zu landen, obwohl sie sehr hochwertige Cockpit-Technologie zur Verfügung haben. Aber ich muss doch in bestimmten Situationen das auch machen können ohne die Technologie. Wir müssen ja schön autonom bleiben und unabhängig von Technologie. Und auf der anderen Seite muss ich auch wissen, was die Technologie macht. Also ich muss von den Prozessen, die ich abgebe, als Experte eine Ahnung, eine Vorstellung haben, um zu wissen, was gebe ich denn da ab, um auch das Ergebnis interpretieren zu können. Also ich kann nicht ein Taschenrechner und Tabellenkalkulation einsetzen, ohne mich selbst rechnen zu können. Ich kann mit den Ergebnissen nichts anfangen. Ich weiß nicht, was Prozente sind und so weiter. Dann kann ich auch mit den Prozentausgaben nichts anfangen. So. Also natürlich brauche ich die Basiskompetenzen weiterhin. Es kann natürlich zu Verschiebungen kommen, dass man sagt, also es ist jetzt mehr möglich, mehr höherwertige Dinge zu machen und vielleicht muss ich die Basiskompetenzen auch nicht in allen Details und mit allen in der kompletten Tiefe oder sowas oder Breite bearbeiten. Die Entwicklung gab es auch schon in der Grundschule beispielsweise. Schriftliche Division behandelt man weiterhin, weil man da wichtige Dinge lernt. Man lernt da, keine Ahnung, Struktur des Stellenwertsystems nochmal vertieft. Das ist auch der erste Algorithmus, einer der ersten Algorithmen, mit dem man in Kontakt kommt und so. Also schriftliches Rechnen, schriftliche Division, so lernt man. Aber schriftliche Division beispielsweise macht man heute nicht mehr in allen möglichen Sonderfällen. Ja, sondern es geht um die Vorstellung davon, was das ist. Aber ich muss es ja ehrlicherweise nicht im Alltag täglich irgendwie benutzen. So. Und so in die Richtung wird es wahrscheinlich auch gehen. Also es wird Verschiebungen geben, aber trotzdem werden Basiskompetenzen noch weiterhin vermittelt werden müssen. Und jetzt ist das Problem aus Studentensicht. Warum muss ich denn diese Basiskompetenzen lernen, wenn die eine KI kann? Also, wie motiviere ich die Studierenden, Dinge lernen zu wollen, die sie gar nicht mehr machen müssen? Also das ist eines der, würde ich sagen, größten Herausforderungen, die sich uns stellen durch KI-Systeme in der Bildung. Und es ist auch kein neues Problem. Also nichts von diesem Problem ist irgendwie neu. Ja, das gab es auch schon in der Taschenrechner-Diskussion. Und eine Lösung ist, das extrinsische Argument, dass viele zucken werden, ne? In der Prüfung, in der Klausur, die ohne Hilfsmittel geschrieben werden muss, müsst ihr es auch ohne KI können. Das heißt, der Student, die Studentin, die im Lernprozess die ganze Zeit KI einsetzt, um dann in der Prüfung zum ersten Mal selbstständig aus sich heraus diesen Prozess durchzuführen, der ist natürlich schlecht beraten. Das wäre eine schlechte Entscheidung, das so zu machen. Das heißt, das ist natürlich ein Argument, was jetzt vielleicht nicht ganz im pädagogischen Sinne sinnvoll ist, in dem Sinne, aber was natürlich wahrscheinlich oftmals auch bezückt werden wird, weil, für eine gewisse Hilflosigkeit sozusagen, also in den Prüfungen müsste es halt ohne können. So, okay.
Ihr merkt schon, ich zögere bei diesem Argument, weil es eben irgendwie ein bisschen Hilflosigkeit ist. Und eigentlich wollen wir ja was anderes. Wir wollen ja nicht, dass die Studenten irgendwas lernen, weil es geprüft wird, sondern wir wollen ja, dass sie was lernen, weil sie es lernen wollen. Das heißt, selbstbestimmt motiviert lernen und intrinsisch motiviert lernen. So, und wie kriegen wir das jetzt hin? Und das ist natürlich schwierig, aber ich glaube, es lohnt sich, dies in Zukunft zu diskutieren und gemeinsam zu überlegen. Also eine Möglichkeit ist, mal in die Theory of Self-Determination reinzugucken. Und dieser sagt, es gibt drei Kriterien von Lernsituationen. Und anders gesagt, nee, es gibt drei Faktoren, die Menschen selbstbestimmt motiviert lernen lassen. Und das ist der erste dieser drei Faktoren ist wahrgenommene Autonomie. Wenn ich mich als autonom wahrnehme, bin ich motivierter, ne? Als wenn ich mich als fremdbestimmt kontrolliert wahrnehme. Das war das Argument, das wir gerade hatten. So. Und also eine Möglichkeit ist, in die Richtung zu denken, dass wir natürlich unabhängig bleiben müssen von Technologie. Ja, und die Studierenden überzeugen, dass wenn sie sich autonom wahrnehmen, also dass sie aus sich heraus etwas können, ohne dafür etwas nutzen zu müssen, dass das sozusagen ein Motivationsfaktor ist, sich damit zu befassen. Der zweite Faktor ist wahrgenommene Kompetenz. Wenn ich mich als kompetent erlebe, bin ich motivierter. Ja, also wenn ich Erfolgserlebnisse habe. Und wenn ich jetzt was an der KI abgebe, dann habe ich kein echtes Erfolgserlebnis. Ne? Ich habe es halt abgegeben. Ich habe vielleicht geschummelt an der einen oder anderen Stelle. Deswegen müssen wir die Situation so gestalten, dass Studierende dahin kommen, dass sie, wenn sie es selbst machen, Erfolgserlebnisse haben und dann motivierter sind, dabei zu bleiben. Und der dritte Faktor ist soziale Eingebundenheit. Also wenn ich mich als sozial eingebunden erlebe, fühle ich mich selbstbestimmt motivierter. Also zu versuchen, wo immer es geht, die Studierenden in Gruppen oder in sozialen Gefügen arbeiten zu lassen. Und dann entsteht ja auch durch Zusammenarbeit mit den anderen eine gewisse Arbeitsweise, die dann vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch die Nutzung von KI nicht mehr sinnvoll erscheinen lässt. So, das ist aber alles noch ein Stück, wie soll ich sagen, Idealismus. Ne? Wahrscheinlich geht es Ihnen auch so, dass Sie denken, naja gut, aber der eine oder andere, der wird dann trotzdem KI nutzen. Also wenn ich irgendwie versuche zu vermitteln, dass Autonomie besser ist und dass Erfolgserlebnisse hatte und so weiter. Ich bringe gleich eine Lösung, wie man da vielleicht noch ein Stück weit in die richtige Richtung gehen kann. Und der letzte Aspekt ist inhaltliche Relevanz deutlich machen. Also wir werden nicht umhin kommen, deutlich zu machen, ne, wozu brauche ich denn einen Löffel, wenn ich die Suppe essen will. Das heißt, die inhaltliche Relevanz deutlich machen. Das Problem hatte man auch schon beim Taschenrechner. Warum muss ich jetzt eigentlich rechnen, wenn ich einen Taschenrechner habe? Und das wird uns alle fordern, in Zukunft bei jedem einzelnen Prozess sich genau zu überlegen, warum müssen die Studierenden das eigentlich lernen? Und ich glaube, das ist auch gut für uns, ja? Sich das immer mal wieder deutlich zu machen und klar zu machen, warum sollen die das eigentlich lernen? Warum ist das wichtig? Und wenn man sich über diesen Grund klar ist, dann diesen auch den Studierenden zu kommunizieren und auch deutlich zu machen und zu überzeugen. Ja? Also warum ist denn dieser Prozess wichtig? Und das ist, glaube ich, der wichtigste Aspekt in dem Bereich, intrinsisch zu motivieren. So, wie gesagt, aber all diese intrinsischen und selbstbestimmten Faktoren, die werden vielleicht letzten Endes doch den einen und den anderen nicht überzeugen. Und meine Idee, sorry, ist sozusagen, dann lasst uns diese Prozesse in die Präsenz verlegen. Denn wenn die Studierenden gezwungen sind, Basiskompetenzen in der Präsenz zu erwerben, dann haben sie da nicht so die Möglichkeit, KI zu nutzen. Dann erleben sie sich da aber als kompetent und als sozial eingebunden, weil die anderen da sind. Also es führt letzten Endes nochmal eine Begründung vielleicht, dass Inverted Classroom keine so schlechte Idee ist, weil dann die Studierenden in der Präsenz vorbereitet, mit bestimmten Materialien und so weiter, zur Vorbereitung können sie vielleicht auch KI nutzen. Ja? Also gibt mir sich informieren über bestimmte Inhalte in der Vorbereitung mit Videos und Webseiten und KI. Und dann kommen sie vorbereitet und müssen diese Kompetenzen selbst erwerben. Dann haben sie aber kein KI zur Verfügung, sondern dann haben sie aber ihre Kommilitonen zur Verfügung. Und die Dozenten, der da ist, der helfen kann, unterstützen kann, Feedback geben kann und so weiter. Und sie kommen zu Erfolgserlebnissen, sie fühlen sich autonom, kompetent, sozial eingebunden. Und wenn man dann noch inhaltlich begründet, warum das wichtig ist, dass sie das lernen, dann ist man, glaube ich, auf einer ganz guten Seite. Und dann kann man am Ende diese Kompetenzen auch in der Klausur ohne Hilfsmittel prüfen.
Eine schöne Rasterung diesbezüglich gibt es von Hanke. Ich habe mal den Link zu einem Video von Ulrike Hanke beigefügt, das ich auch empfehlen kann. Ich will es jetzt gar nicht im Detail so groß erläutern, aber sie hat ein schönes Raster gegeben, wie man sozusagen entlang der Lernzieltaxonomie nach Bloom bzw. Anderson Grathwohl erinnern, verstehen, anwenden, analysieren, bewerten, entwickeln, dann sich die Frage beantworten kann, wie regt man zum Lernen dieser durch die Verben beschriebenen Handlungen an? Also zum Beispiel hier anwenden, kommt ja auch in den Gedanken, in Unterrichtssituationen ohne ChatGPT üben lassen. Also die Anwendung in der Präsenz, nicht im Selbststudium. Weil im Selbststudium ist der Reiz zu groß, das an die KI abzugeben. So. Genauso beim Bewerten. Also die höherwertigen eher tatsächlich dann in Präsenz arbeiten lassen, während man vielleicht die niederwertigen erinnern und verstehen, oder kann man sagen, Output einer KI mit anderen Informationen vergleichen lassen, könnte man sagen, okay, dann nutzt doch die KI, um dich in ein bestimmtes Thema einzuarbeiten, um Grundverständnis zu erzeugen, aber eben nicht nur die KI, sondern auch andere und vergleich mal, ne, und sozusagen auch ein Stück weit kritisches Denken zu fördern und Quellenprüfung und all das, was dazu gehört. So, wie gesagt, ich will es gar nicht im Detail besprechen. Ich kann auch das Video sehr ans Herz legen, mal zu schauen, wie kann man auf den unterschiedlichen Ebenen dann agieren. Ja, wenn wir noch im Bereich Lernzielen sind, wir haben uns gerade besprochen, über wie geht man damit um, dass der Shift in Richtung höherwertige Lernziele stattfinden wird und vielleicht weniger Basiskompetenzen. Ne? Da waren wir aber nur bei den fachlichen Kompetenzen. Bei den bisherigen Kompetenzen. Jetzt muss man sagen, vermutlich wird man in Zukunft auch KI-bezogene Kompetenzen aufbauen müssen. Also, wenn es KIs gibt, bin zu weit gesprungen, wenn es KIs gibt, werden sehr wahrscheinlich ExpertInnen eines Fachs, einer Disziplin später auch KIs einsetzen. Ja? In ihren Arbeitsprozessen, in den fachlichen Arbeitsprozessen, Juristen, Mediziner, Lehrer und so weiter. Werden alle KI einsetzen später, alle. Das heißt, ich muss doch dann im Studium, wenn es darum geht, dass die Studierenden lernen, bestimmte Denk- und Arbeitsweisen von ExpertInnen zu lernen, dann müssen die da auch den Einsatz von KI-Systemen lernen. So. Das heißt also, wir können gar nicht anders, als später oder jetzt auch schon, aber auch zukünftig immer mehr, auch KI-Systeme zu integrieren in unsere Lehre, weil es Gegenstand ist und wesentliches Element der Arbeitsprozesse. Also, das wäre Nummer eins. Dann Nummer zwei, Medienkompetenz wird immer wichtiger. Wir müssen auch Medienkompetenz schulen, denn KI-Systeme werden auch dazu führen, dass es mehr Fake News geben wird und dass es viel besser formulierte Phishing-Mails geben wird. Also Phishing-Mails erkennt man jetzt immer noch am schlechten Deutsch. Vergesst es. Ja, das wird zukünftig kein Kriterium mehr sein. So, das heißt, also Medienkompetenz wird immer wichtiger. Und ich möchte auch noch ergänzen, informatische Bildung wird immer wichtiger. Also Menschen in unserer heutigen Gesellschaft schon müssen verstehen, wie Algorithmen funktionieren, wie künstliche Intelligenz funktioniert, wie die Datenverarbeitung in dem Bereich funktioniert. Und das kann man eigentlich nur mit einem soliden Grundwissen informatischer Bildung. Sehr viele spricht dafür, das Pflichtfach Informatik in der Breite einzuführen. In Bayern ist man da weit voraus, ja, also weit voraus im Deutschland-Vergleich. Wir hinken alle international hinterher. Ja. Aber also wir müssen in Deutschland stärker in informatische Grundbildung investieren an den Schulen. Ja, außerdem kritisches Denken wird immer wichtiger. Also wenn wir jetzt geflutet werden mit irgendwie KI-generierten Inhalten, wo es keine Garantie gibt, dass die auch richtig sind und dass da irgendjemand schon mal drüber geguckt hat und so weiter, wird immer wichtiger, dass wir uns tatsächlich auseinandersetzen mit, ja, mit, wie beurteilt man eigentlich die Qualität von dem, was uns da vorliegt? Und Weinmann-Sandig hat hier ein sehr schönes Beispiel im Artikel. Die Literatur kriegen sie auch alle, ne? Also die Literaturlisten. Wo Studierende in einem Seminar eine Hausarbeit schreiben sollten zum Thema Regenbogenfamilien, was glaube ich, und dann mal ChatGPT gebeten haben, gib uns doch mal eine mögliche Gliederung für die Hausarbeit aus. Das macht ChatGPT natürlich, ne, so eine Gliederung. Aber dann sofort die Frage im Seminar aufkommen, ist es denn eine gute Gliederung? Ist das eine sinnvolle Gliederung für eine Hausarbeit? Steht da nicht zu viel drin oder zu wenig? Wie gehen wir damit um mit diesen ganzen Inhalten? Und dann fangen die Studierenden an zu recherchieren und andere Quellen zu suchen und zu vergleichen und zu zeichnen und so weiter, ne? Sich kritisch auseinanderzusetzen mit dem, was da steht.
Und das kann natürlich auch, oder KI kann ein Ausgangspunkt dafür sein. Ja. Und was wichtig ist, eine Lehre zu thematisieren, so KI-Modelle wie ChatGPT haben Grenzen und Probleme. Also erstens, es ist kein Sprachmodell, es ist ein Sprachmodell und kein Wissensmodell. Es hat kein inhaltliches Wissen. Das heißt, es macht Fehler. Es macht Fehler. Das wird zukünftig wahrscheinlich besser werden, wenn die Sprachmodelle mit Wissensmodellen vernetzt sind und KI mit dem Internet und so. Aber momentan ist es auf jeden Fall so, dass da viele Fehler sind und es wird immer auch wahrscheinlich so sein, dass da Fehler drin sein können. Weil auch die Texte, mit denen es gefüttert wurde, sind ja fehlerbehaftet. So, Fehler gibt es immer. So. Dann, das ermöglicht sozusagen, und das ist eine erschwerte Einschätzung der Ergebnisse. Es stehen keine Quellen drin, woher das bezogen wurde. Es ist einfach ein generierter Text. Man weiß gar nicht, woher kommen denn die Informationen, die da drin stehen. Dann, wenn man ChatGPT bittet, auch ein bisschen wissenschaftlicher zu arbeiten, dann erfindet er Literatur. Ich glaube, mittlerweile sagt er sogar, er kann keine Literaturquellen angeben, aber Literaturquellen werden zusammengefunden. Die sehen alle total gut aus. Ne? Also, die sehen alle so aus, als würde es sie geben. Weil's, sozusagen nach der stochastischen Verteilung der Sprache sind das eben sinnvolle Literaturquellen, aber die gibt es nicht. Ja. So. Dann hat es eine Textbasis vor September 2021, das heißt doch gar nicht so alt. Neuere Informationen hat es noch nicht. Ne? Also ab 2021 hat es keine Informationen. Es hat noch keine Verbindung zum Internet. Urheberrechtsfragen sind nicht geklärt. Ne? Also das, was da rausgespuckt wird, darf ich das eigentlich verwenden oder ist das überhaupt urheberrechtlich okay? Vorurteile werden repliziert, das ist insbesondere auch bei den Bildgeneratoren deutlich geworden, aber auch bei den Sprachgeneratoren. Also Lensa zum Beispiel ist so eine Handy-App, die eben aus Bildern von Personen, die hochgeladen wurden, dann KI-mäßig irgendwelche Avatarbilder erzeugt hat und die waren eben vornehmlich hellhäutig und im Fall von weiblichen Bildern häufig ohne oder mit wenig Kleidung und so, ne? Also wo man sagt, okay, da kommen jetzt aber sexistische und rassistische Grundelemente mit hinein, für die natürlich die KI nichts kann, sondern das sind die Informationen, die reingespeist wurden vorher, in denen diese Vorurteile schon enthalten waren. Und die werden repliziert durch die KI. Damit muss man umgehen lernen. Ja, ja und Produktion problematischer Texte. Also, keine Ahnung. Man kann ChatGPT dazu bringen, Text auszugeben, wie man in ein Haus einbricht. Ne? Also wenn man ihn direkt fragt, wie bricht mein Haus ein, sagt er, darf ich nicht sagen. Aber wenn man so tut, als würde man eine Story schreiben über jemanden, der in ein Haus einbricht und so, also so um die Ecke rum, dann macht es doch. Genau. Ja, also es ist ein super Werkzeug, aber ein scharfes Messer macht noch keinen guten Koch. Das ist ein Zitat, das mir sehr gut gefällt im Zusammenhang. Die Studierenden müssen lernen, mit diesen Werkzeugen umzugehen. Ja, die Kompetenz im Umgang mit diesen Werkzeugen. Und dazu zählt auch sogenannte Prompt-Kompetenz. Furchtbarer Begriff, ich mag den gar nicht, also ist auch, deswegen habe ich in Anführungszeichen gesetzt. Aber an den Bildgeneratoren kann man sehr schön lernen, wie man gute Prompts schreibt. Na, es hängt, der Output von ChatGPT hängt extrem davon ab und von den Bildgeneratoren, wie man den Prompt geschrieben hat. Und wenn man also die platte Regel, je mehr und konkretere Informationen man gibt, umso besser wird das Ergebnis, stimmt tendenziell schon so. Ne? Also ich habe hier mal in dem Midjourney den Prompt geschrieben, der hier rechts zu sehen ist, a situation in a painter studio, the canvas shows a painted flower, the artist is a robot standing in front of the canvas and drawing the flower, the painting is in Rembrandt-Style und so. Ne? Zack, eine Minute habe ich dieses Bild gehabt. Und wenn man jetzt in Midjourney zum Beispiel geht, dann kann man sehen, wie so gute Prompts geschrieben werden, kann man von den anderen lernen. Ne? Also viel geht dann durch Beobachtung und Lernen am Modell, wie schreiben andere Prompts und wie kann ich dann meine Prompt-Kompetenz dadurch ein wenig erweitern. Mein Lieblingsbeispiel in ChatGPT in der Bereich ist auch folgendes. Ich habe ChatGPT am Anfang meine Matheaufgabe gegeben. Also hier löse folgende Textaufgabe. In einer Zaubertruhe findet sie eine Münze. Jede Minute verdoppelt sich die Anzahl der Münzen in der Zaubertruhe. Nach einer Stunde ist die Zaubertruhe voll. Wann war sie halb voll? Viele Menschen sagen intuitiv nach 30 Minuten, weil sie ein lineares Modell haben. Das ist aber falsch, ne? Sondern wenn sie nach einer Stunde voll war und sich pro Minute verdoppelt, dann war sie in der 59. Minute halb voll. ChatGPT gegeben und ohne mit der Wimper zu zucken, sagt mir ChatGPT nach 30 Minuten, ne? Dachte ich, ja, klar, okay, haha, KI-Modell und so.
Jetzt habe ich das getwittert, weil ich es lustig fand. Und dann kam gleich Tim Kantereit und hat gesagt, ja, aber wenn man den Prompt hinzufügt, erkläre jeden Schritt einzeln und deutlich, dann wird die Antwort von der KI nicht so kurz, ne, sondern dann hat sie ein anderes Textziel und fängt an, andere Satzanfänge zu schreiben und so weiter. Und dann kommt am Ende das richtige Ergebnis raus. Das hatte mich verblüfft, ja, dass man sozusagen durch die Promptänderungen dann zu einem richtigen Ergebnis kommen kann. Und mittlerweile ist es so, nach einem ominösen Mathe-Update von ChatGPT macht es tatsächlich auch ohne diese Erklärung das richtige Ergebnis. Also ChatGPT wird immer weiterentwickelt und dann kommt hier und da mal ein Update und so weiter und auf einmal kann es mehr. Das ist auch sehr verblüffend. Gut, jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit für die letzten beiden Bereiche. Gehen wir mal in die Methoden und die Prüfungen. Da habe ich zahlreiche Beispiele jetzt mitgebracht. Ne? Also KI-Chatbots als Lernbegleiter für die Studierenden ist ja eine schöne Idee, ja, dass Studierenden einen Lernbegleiter haben, der sie individuell unterstützt. Was können Studierende machen? Zum Beispiel Schreibblockaden lösen. Ne? Also ich habe eine Schreibblockade, ich weiß nicht, wie ich anfangen soll. Ach komm, ich kann es doch der KI mal geben. Die fängt schon mal an, gibt mir einen Textanfang und darauf kann ich aufbauend weiterarbeiten. Das muss man natürlich mit Studierenden dann entsprechend thematisieren, diskutieren und klar machen. Und es wird aber relativ schnell deutlich, wenn man mal anfängt, wirklich wissenschaftlich mit dem Ding zu arbeiten, dass da vieles sehr oberflächlich ist und so. Super formulierte Texte, aber alle ja um den heißen Brei herumgelabert. Ja. So, das heißt, aber um die Schreibblockade zu lösen, why not? Oder sich Inspiration holen. Was ChatGPT sehr gut kann, ist sowas wie, gib mir 5 Ideen für ein studentisches Projekt im Bereich Gesundheitsförderung in der Veranstaltung. Und dann spuckt er raus. Na ja, klar, hier sind 5 Ideen. Erstens, Erstellung eines Leitfadens für gesundheitsfördernde Lehrveranstaltungen. Zweitens, Organisation von Workshops zum Thema Stressmanagement. Drittens, Anfertigung von Informationsmaterialien zur Förderung einer gesunden Ernährung. So. Also probiert das mal aus. Ja, das ist wirklich nicht schlecht. Was da an Ergebnissen kommt, denkt man, hey, cool, also wenn ich jetzt in so ein Seminar, also auch als Lehrender, wenn ich in so ein Seminar reingehe mit so Projektideen für Studierende, dann würde ich ChatGPT erstmal fragen, ja, bevor ich mir selbst was aus den Fingern sauge. So. Außerdem natürlich Textverbesserungen, ja, also DeepL Write mittlerweile auch, kann sehr schön englischen, schlechten englischen Text besser machen. Warum nicht? Ja, also ganz ehrlich, ich bin nicht so gut in Englisch und wenn ich englische Publikationen schreibe, da hilft mir DeepL und DeepL Write. Ja, das ist doch super. Können auch Studierende machen, warum denn nicht? Außer natürlich im Fach Englisch. Da muss man dann auch überlegen, wie geht man denn damit um. So, außerdem können Studierende Code generieren lassen, zum Beispiel Grundgerüst einer HTML-Seite, muss man nicht selbst tipseln oder so, kann man generieren lassen. Man kann sich letzten Endes individualisierte Lernmaterialien ausgeben lassen. Also zum Beispiel hier, welche verschiedenen Arten von künstlicher Intelligenz gibt es? Und dann kommt hier sofort, zack, die verschiedenen Arten gibt es. Und dann kann man aber als Student sagen, oh, den Punkt 3, den habe ich nicht verstanden. Oder Punkt 2, kannst du mir bitte näher erläutern? Sicher. Und dann wird Punkt 2 nochmal näher erläutert. Also für gerade für Inverted Classroom in der Vorbereitungsphase können Studierende doch sich selbst auf Understand-Level bringen mit unterschiedlichen, mit sozusagen unterschiedlichen Wegen durch so eine KI. Vorausgesetzt, die Informationen, die da drinstehen, sind auch verlässlich. Ne? Aber in Kombination mit anderen Lernmaterialien, mit Büchern und so weiter, individualisierte Hilfe beim Einarbeiten in ein Thema. Und ich kann mir auch Lösungen erklären lassen. Ich habe jetzt oben mal die erste binomische Formel reingehackt, aber irgendwelche Mathematikformeln, da wird einem das erklärt. Und auch gar nicht schlecht mit 2 verschiedenen Erklärungen. Hier unten sogar mit einer geometrischen Erklärung für diese Formel da oben. Also Studierende können sich Lösungen erklären lassen, die sie nicht selbst verstanden haben. Und für individualisiertes Feedback. Ich habe mich hier was reingehackt. Ne? Ich habe hier einen Python-Code für euklidischen Algorithmus geschrieben. Er funktioniert aber nicht. Wo ist der Fehler? Und dann gibt ChatGPT aus, wo der Fehler liegt. Und erklärt mir das. Und dann kann ich schon nachfragen, warum muss es denn A modulo B heißen und nicht B modulo A? Das habe ich nicht verstanden. Und dann gibt er mir aus, warum das der Fall ist. Ich würde mal sagen, schöne neue Welt. Ja. Damit ist auch eine Chance für Diversität und Inklusion. Also die schwächeren Studierenden können sich helfen lassen durch so ein Tool. Oder aber auch, man kann sagen, gib mir das bitte mal einfacher aus, erklär mir das nochmal einfacher oder in leichter Sprache. Ja? Diesen Text bitte in leichter Sprache, erzeugt ChatGPT. Oder für Blinde beispielsweise, als auch, wenn es angekoppelt ist an Sprachausgaben, super. Ja? Also kann man auch solche Werkzeuge natürlich super zum Assistenten für blinde Menschen machen. Aber. Es besteht auch die Gefahr der entgegengesetzten Richtung, nämlich dass dass die Schere weiter aufgeht zwischen Schwachen und Starken. Man nennt das auch den Matthäus-Effekt.
Also die haben wird gegeben. Ne? Also das natürlich ist die Gefahr, dass insbesondere die guten Studierenden auch wissen, wie sie die Werkzeuge besser einsetzen können und dadurch noch besser werden, während die schwachen Studierenden vielleicht nicht so wendig sind damit und dann ne, also keine Prompt-Kompetenz haben oder so und dann nicht zu so guten Arbeitsergebnissen kommen. Und auf der anderen Seite, wenn die Verschiebung in höherwertigere Lernziele vonstatten geht, dann übervorteilt das auch die besseren Studierenden. Und auch wenn die Tools nicht für alle zugänglich sind. Ja, also ChatGPT zum Beispiel hat jetzt auch so ein Bezahlmodell, ne, wenn nicht alle sich solche Dinge leisten können und so. Okay, also die Gefahr besteht. Ne? Vorteile, aber auch Nachteile, wie bei jedem Werkzeug. So. Ich habe mir überlegt, wie gehe ich mit meinen Studierenden in meinen Lehrveranstaltungen um? Und ich habe mal die Rules for Tools so ins Feld geworfen und die sind irgendwie ganz gut angekommen. Ja, der Link ist auch in meiner Literaturliste. Ne? Also ich sage meinen Studierenden, alle Medien und Werkzeuge sind prinzipiell erlaubt. Ich möchte keine Werkzeuge verbieten und so weiter in meinen Lernsituationen. Ich schaffe die Lernsituation so im Inverted Classroom beispielsweise, dass in bestimmten Fällen es keinen Sinn macht und so. Ne? Aber prinzipiell ist alles erlaubt, außer ich sage nein, keine Regeln ohne Ausnahmen, dann begründe ich es aber. Dann sage ich, nee, hier sollt ihr nicht KI verwenden, weil ihr müsst das aus den Gründen lernen. Wichtig ist auch zu wissen, immer die Studenten verantworten ihre Arbeitsergebnisse. Ja, also nicht die KI ist schuld, wenn da ein Fehler ist, ja, sondern du bist schuld, wenn da ein Fehler ist. Auch wenn du die KI verwendet hast, aber deine Verantwortung ist es, für das Ergebnis am Ende einzustehen und Fehler zu korrigieren und das Ganze überarbeiten und zu kontrollieren und zu prüfen und weiterzuentwickeln und so weiter. Das heißt, Studenten verantworten die Arbeitsergebnisse und größtmögliche Transparenz. Sie müssen die Hilfsmittel angeben, die sie verwendet haben für Lösungen. Nicht nur wegen der Transparenz wegen, sondern auch, weil wir alle voneinander lernen wollen. Also wenn die KI eingesetzt haben bei einer Lösung und die haben das super gemacht und die haben einen Prompt entwickelt, dann ist vielleicht für die anderen auch interessant zu wissen, wie sieht denn der Prompt aus? Ja, wie hast du denn dieses Ergebnis erzeugt? So, also bitte lasst uns auch größtmögliche Transparenz walten, welche Werkzeuge haben wir verwendet. Es gibt aber auch jede Menge Einsatzideen für Lehrende, also zum Beispiel Lernziele formulieren lassen. Gib mir 5 Kompetenzen an die Lehramtsstudierenden in der Veranstaltung Didaktik des Bruchrechnens lernen sollten. Bam, 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 Lernziele runter. Okay. Das wahrscheinlich ist noch nicht so super und so, aber paar Ideen, why not? Ja? Oder man kann sich ganze Veranstaltungsbeschreibungen ausgeben lassen. Ne, gib mir eine Veranstaltungsbeschreibung für ein Seminar Didaktik der Roboterprogrammierung aus. Gerne. Hier ist eine Veranstaltungsbeschreibung. Titel, Kurzbeschreibung, Inhalt, Zielgruppe, Lernziele, Methoden, Dauer und so weiter. Muss man überarbeiten, keine Frage, aber warum nicht super anfangen? Ja? Man kann differenzieren. Ne? Hier in meiner Veranstaltung Einführung in Informatik sollen die Studierenden rekursive Funktionen programmieren. Gib mir 3 Aufgaben für Studierende mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad aus. Leichte Aufgabe, mittlere Aufgabe, schwere Aufgabe. Kann man sich dran orientieren? Man kann sich Quizaufgaben ausgeben lassen. Ja, also man muss Quizaufgaben nicht mehr selbst erstellen. Ich möchte ein Multiple-Choice-Quiz zum Thema Gamification erstellen. Gib mir 5 Fragen mit jeweils 4 Antworten aus, von denen jeweils nur eine Antwort richtig ist. Macht ChatGPT. Man muss es kontrollieren. In vielen Beispielen, die ich ausprobiert habe, ist keine von den 4 Antworten richtig. Aber man kriegt auf jeden Fall jede Menge falsche Antworten, was auch gut ist, ne, für Quizgenerierung. Ja, Prüfungsaufgaben kann man sich ausgeben lassen. Gib mir 5 Klausuraufgaben zum Thema Gamification aus. Macht er. Sich ein Bewertungsraster stellen lassen. Gib mir jetzt bitte ein Bewertungsraster für die Aufgabe 5 aus, die du mir gerade vorgeschlagen hast. Hier ist ein Bewertungsraster, Klarheit und Angemessenheit, Originalität und Kreativität, Passgenauigkeit und so weiter. Sagt man noch, wie dieses Kriterium erfüllt wird. Ja, und hier von Wessels auch kann er auch Lösungen bewerten. Ne? Also bewerte aussagekräftig und ausagefüllig den Text des Studenten oder meinen eigenen Text und so weiter nach anhand dieser 4 Kategorien, die sich 4 Kategorien bewertet ChatGPT. Wunderbar. Ja, werden Lehrende durch KI ersetzt? Auch wieder ein Bild, das ich in Midjourney erzeugt habe. Nein, natürlich nicht. Man braucht jetzt nicht Angst haben, dass man dadurch obsolet wird. Aber na, man muss natürlich den Lernprozess noch gestalten. Lernen ist ein sozialer Prozess. Man wird als Lehrperson niemals wegrationalisiert. Dessen bin ich mir sicher. Aber man wird andere Aufgaben haben und andere Werkzeuge zur Verfügung haben, wie ich gerade demonstriert habe. Ja? Also der Aufgabenbereich, das Aufgabenspektrum wird ein anderes sein. Und damit müssen wir uns heute schon befassen. Wichtig ist noch zu erwähnen, rechtliche Aspekte, und dann komme ich zum Prüfungsbereich, also überziehe vielleicht noch 5 Minuten. Man muss sagen,
In der heutigen Situation gibt es rechtliche Hürden. Wir sind noch im Experimentiermodus. Ne? Ich kann ChatGPT nicht zwangsweise in der Lehrveranstaltung von Studierenden einsetzen lassen, aus DSGVO-Gründen. Das ist ein Werkzeug, das von einem US-amerikanischen Unternehmen mit einem bestimmten Business Model vertrieben wird, wo die Daten in die USA fließen. Ne? Darf ich nicht so. Das heißt, es gibt DSGVO-Eingrenzungen, Einschränkungen, urheberrechtliche Probleme. Ja, also ist denn das, was da rauskommt, urheberrechtlich sauber und so weiter? All diese Dinge, ich bin jetzt kein Rechtsexperte, ja, ich muss aber erwähnen natürlich an der Stelle, also man muss mal aufpassen, man darf jetzt nicht in der Prüfung ChatGPT einsetzen oder so, ne, weil das dann sozusagen natürlich für die Studierenden zwangsweise nutzbar sein muss und dann da kommt man wirklich in Teufelsküche mit DSGVO. Wir können nur hoffen, dass es irgendwann europäische Lösungen gibt. DeepL zum Beispiel ist übrigens ein europäisches Startup aus Köln. Aber es gibt natürlich viele US-amerikanische und chinesische Entwicklungen und so. Also da müssen wir einfach ein Stück weit hoffen auf die Entwicklung. Und ja, wir befinden uns jetzt noch im Graubereich, muss ich sagen. Also man kann natürlich jetzt mit der DSGVO-Keule kommen und alles totschlagen und sagen, geht nicht und so weiter. Und dann ziehen aber die anderen Länder an uns vorbei. Also, ich muss es aber erwähnt haben, ich bin kein Rechtsexperte, kann keine Rechtsberatung machen, aber das immer im Hinterkopf behalten, wir dürfen ChatGPT nicht zwangsweise in der Lehrveranstaltung einsetzen. Es darf kein Element sein, mit dem das Studierende nutzen müssen. Ja, dann Prüfungen am Schluss noch. Also auch hier hat Hanke nochmal vorgeschlagen, wie kann man denn diese Lernziel-Taxonomie-Ebenen prüfen. Und da ist klar, also, es wird jetzt gerade viel im Web diskutiert, oh Gott, die Hausarbeit und so weiter. Ist denn Prüfen überhaupt noch möglich? Ja klar, die Hausarbeit ist das Problemkind. Aber doch nicht die Klausur. Ich kann doch die Klausuren weitermachen. Ich kann doch hier verstehen, klassisch durch überwachte Paper-Pencil-Klausuren weitermachen. Ich kann doch weiter mündliche Prüfungen machen. Das ist doch alles überhaupt kein Problem. Also man muss doch mal die Kirche im Dorf lassen. Da wird jetzt irgendwie was mega aufgebauscht. Aber ich kann doch viele meiner Prüfungsformen, die ich bislang gemacht habe, weiterhin machen, ohne Probleme. Wir machen am Ende vom Semester eine Klausur ohne Hilfsmittel fertig. So. Und da habe ich doch kein KI-Problem in der Prüfung. Das einzige Problem, was ich natürlich habe, ist die Hausarbeit. So, und da muss man sich überlegen, was macht man denn da jetzt? Weil die Studierenden können natürlich KI theoretisch nutzen bei der Hausarbeit. Wenn es verboten ist, ja, können die KI natürlich Texte ausgeben. Nicht so super und auch wissenschaftlich noch nicht zufriedenstellend und keine korrekten Literaturreferenzen, zumindest ChatGPT nicht. Ich zeige gleich noch ein Tool, das ich schon besser kann. Aber ja, was machen wir denn da jetzt? Also, da gibt es ein paar Empfehlungen. Erstens, mehr auf den Prozess schauen. Also die Studierenden müssen den Prozess eher dokumentieren beispielsweise oder die Studierenden eher im Prozess begleiten. KI einsetzen lassen als Hilfsmittel, so wie ich es vorhin beschrieben habe. Also warum denn nicht? Ja, KI auch nutzen lassen, um Literatur zu suchen, zeige ich auch noch gleich ein paar Beispiele, Text überarbeiten zu lassen und so weiter. Am Ende muss der Student, die Studentin aber für das Produkt einstehen. Und also eher diesen Prozess in den Blick nehmen und am Ende vielleicht auch mündlich verteidigen lassen. Ja, also ähnlich wie bei der Promotion, ne, dass am Ende eine Disputation stattfindet, dass man in irgendeiner Form also einstehen muss und das Ergebnis verteidigen muss und Rede in Antwort stehen und Fragen beantworten und so weiter. Das sind so ein paar Ideen. Aber tatsächlich wird die Hausarbeit ein schwieriges Feld werden. Ne? Insbesondere, wenn das Themen sind, die wenig Eigenkreativität erfordern. Also was sowieso vielleicht nicht so toll ist, eine Arbeit zu geben, die einfach mit reiner Theorie beantwortet werden kann. 15 Seiten zum Thema XY. Ne? Und das war sowieso immer schon schwierig für Studierende, da nicht irgendwas zu plagiieren und so weiter. In Anführungszeichen schwierig, der Versuchung zu widerstehen, weil das natürlich auch keine so besonders anregende und kreative Aufgabenstellung ist. Ja? Aber vielleicht eine Aufgabenstellung zu geben, die bei den Studierenden auch selbst Daten erheben müssen oder kreative Leistungen erbringen müssen und das dann auch verteidigen müssen und so weiter. Also in diese Richtung neue Aufgabenstellung, kreativere Aufgabenstellung mit prozesshafter Begleitung und am Ende wird das Ganze noch verteidigt. In diese Richtung könnte es gehen. Oder man verabschiedet sich von der Hausarbeit und geht in andere Richtungen. Ja. Ja, man muss, glaube ich, was man nicht machen darf, man darf nicht hoffen auf die KI-Detektion. Also es gibt natürlich jetzt mittlerweile auch schon Werkzeuge, die erkennen, ob ein Text von einer KI geschrieben wurde. Aber ich glaube, die KI-Werkzeuge werden auch wiederum gegenrüsten. Also es wird ein Wettrennen sein und ich glaube, das ist nicht produktiv. Da braucht man sich nicht so viel Gedanken drüber zu machen. Ne? Sondern ich würde eher den Schritt nach vorne machen und KI-Systeme einsetzen lassen.
Ja, KI-Werkzeug in Prüfungen und warum nicht auch in Klausuren? Also wenn denn der KI-Kompetenz auch Gegenstand der Lehre ist, weil die Experten später auch KI verwenden und deswegen müssen studieren und lernen, KI einzusetzen, dann ist es im Sinne von Constructive Alignment ja nur schlüssig, wenn sie auch in der Prüfung KI einsetzen dürfen. Und dann kann man es vielleicht auch so machen, wie man es mit Taschenrechnern oder anderen Systemen bislang gemacht hat. Da gibt es vielleicht zwei geteilte Prüfungen. Im ersten Teil dürfen Sie KI verwenden oder Taschenrechner. Also ich rede jetzt nicht von ChatGPT, weil DSGVO, aber zukünftig wird es ja vielleicht Systeme geben, die man nutzen darf und so. Dann kann man ja auch in der Prüfung in der ersten Hälfte KI einsetzen lassen und in der zweiten nicht mehr oder so. Ne? Also kann man ja auch trennen, Taschenrechner in der ersten Hälfte erlaubt, in der zweiten nicht mehr. Why not? Ja, und größtmögliche Transparenz. Einmal um nachvollziehen zu können, wie sind die Ergebnisse zustande gekommen, um voneinander zu lernen. Und dass Studierende auch bewusst ist, was machen sie ja eigentlich, ne? Was für ein Werkzeug benutzen sie? Sie müssen die Quelle prüfen und so weiter. Ja, und vielleicht am Ende noch, um Ihnen allen auch die KI noch ein bisschen schmackhaft zu machen, habe ich mir gedacht, beim wissenschaftlichen Arbeiten, also das, was wir so täglich machen auch, ne, wie kann man denn da KI nutzen? Und da gibt es auch super Werkzeuge, also Elicit.org zum Beispiel. Elicit kann man eine Forschungsfrage geben. What is the effect of self-explanation prompts on learning outcomes? Schreibt man da rein und dann gibt Elicit einfach Texte aus, die diese Forschungsfrage beantworten oder aus dem Kontext dieser Forschungsfrage und die Abstract Summaries sind da und kann außerdem sagen, wie viele Teilnehmer jeweils in den Studien teilgenommen haben und so weiter. Also für Literaturrecherche super. Genauso Perplexity AI macht Zusammenfassungen zu bestimmten Fragen. Ich habe dieselbe Frage gegeben: What is the effect of self-explanation prompts on learning outcome? Und dann sagt Perplexity: Self-explanation have a moderate and positive effect on learning outcomes. Prompts can direct attention not to particular information, reducing attention to other important aspects and can also und so weiter. Könnte man fast sagen, hey, das könnte ein Text sein, den man in einen wissenschaftlichen Artikel Theorieteil Self-Explanation Prompts reinklebt. Muss natürlich überarbeiten so. Das Interessante ist aber, 1, 2, 3, 4, 5 sind hier unten tatsächlich zum Teil auch wissenschaftliche Quellen mit Artikeln. Dann connectedpapers.com, wenn man dort einen Artikel reinspeist, dann gibt er einem Artikel aus, die mit diesem Artikel verbunden sind. Und zwar jetzt nicht zitatmäßig, sondern inhaltlich ähnlich. Also er gibt inhaltlich ähnliche Artikel aus. Ja? Auch ein schönes Tool. ResearchRabbit gibt das Zitationsnetz aus, da sieht man, welche Artikel beziehen sich auf welche. Also tolle Tools, die man nutzen kann zum wissenschaftlichen Arbeiten. Ich benutze das selbst jetzt zum Artikel schreiben und so. Das bringt mich wirklich voran, weil ich Artikel finde, die ich sonst gar nicht gefunden hätte. Auch besser als Google Scholar und so weiter. Nochmal anderen Blick. Google Scholar nutze ich auch noch, ne? Aber da hat man einfach verschiedene Tools, die verschiedene Zugänge bieten. Litmaps genauso, ne, bietet hier Artikelvernetzung an. Ich komme jetzt zum Ende. Und DeepL und DeepL-Write natürlich, um zum Verfassen englischer Texte nutze ich fast tagtäglich. Ja, und jetzt die letzte Frage, ist dann ChatGPT Co-Autor oder Quelle oder was sonst? Und ich stimme dem Nature Journal zu, die hier klar gesagt haben, nein, first, no large language model tool will be accepted as author. Also sie sind keine Autoren. Autoren sind verantwortlich für die Texte, die sie geschrieben haben. Und die KI kann nicht verantwortlich gemacht sein werden für den Text. Es ist also kein Autor, sondern KI wird angegeben hier in den Methodenteil oder im Acknowledgements-Teil. Genau. KI ist kein Autor, KI ist keine Quelle, KI ist ein Werkzeug. So. Und das Werkzeug gebe ich im Methodenteil an oder unter Acknowledgements oder irgendwo, das ich halt verwendet habe. So, Fazit. Also bitte nicht verbieten, sondern schauen, wie man das Tool produktiv nutzen kann. Lasst uns gemeinsam überlegen und gemeinsam mit den Studierenden ausprobieren, überlegen, nachdenken, experimentieren, um zu tragfähigen Lösungen für die Zukunft zu kommen. Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und jetzt haben wir noch genug Zeit für Fragen.